Ja, nach dem letzten Overwatch-Video, muss ich sagen, war ich jetzt nicht so ganz zufrieden. Denn den Modus Aufstand habe ich gespielt und es lief bis zum Schluss auch gut, aber plötzlich war der Wurm drin und dann war es nämlich durch. Und es hat mich massiv geärgert, dass ich den Modus nicht bis zu Ende gespielt habe. Ich muss auch sagen, heute machen wir das Gleiche nochmal, allerdings auf einem Schwierigkeitsgrad schwächer. Denn jetzt ist der Schwierigkeitsgrad normal und da bin ich jetzt guter Dinge, dass das jetzt diesmal was klappt und ich hoffe, ihr seid auch jetzt wieder aufmerksam und drückt mir bis zum Ende die Daumen. Es gibt hier jetzt in dem Modus wieder alle Helden zur Auswahl. Da bin ich noch so ein bisschen unschlüssig, um welchen ich jetzt genau nehmen werde. Das gucke ich auch so ein bisschen drauf oder lasse ich drauf ankommen, was das Team hier so pickt. Den Modus gibt es auch nicht mehr lang, deswegen 20 Jahre, nachdem ist das natürlich hier noch was anderes. Und so. Und alle skippen. So, und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt nehmen. Pharah hatte ich ja letztes Mal. Ich könnte mal Orisa probieren. Die hatte ich noch nicht. Und wir haben eh keinen Tank. Ah, Orisa ist schon gepickt. Da war ich ein bisschen arg langsam. Also, wir haben eine Heilerin, wir haben einen Tank. Das heißt, da braucht man nichts mehr. Ich glaube, im Bastion könnte dann hier jetzt von Nutzen sein. Und der wird auch schon gewünscht. Also nimm mal den Bastion. So. Ich hab Bastion auch schon ewig nicht mehr gespielt, aber gut, das sollte jetzt hoffentlich ja nicht die Schwierigkeit darstellen. So, der Hack ist gestartet. Nahsektoreinheiten bewegen sich auf ihre Position zu. Schauen wir mal, ob ich hiervon was bekomme. Die kommen von wo ich es jetzt gar nicht erwartet hätte. Deswegen orientiere ich mich mal da lieber ein bisschen zur Basis. So. Wegen mir dürft ihr kommen. Aber der Anfang, der ist ja noch wirklich überschaubar schwer. War ja letztes Mal nichts anderes. Ihr seht, mit Bastion, da fliegen die Gegner natürlich rappelschnell nieder. So, das erste Ziel ist schon erreicht. Jetzt zum nächsten Hack. Gute Arbeit. Ich habe den Flugabwehr-Zugangspunkt auf Ihrer Anzeige markiert. Neue Energiesignatur direkt voraus. Ich halte ein unbekanntes Modell von Nahsektor machen. So. Da war der Damage auf jeden Fall schon mal ordentlich vorhanden. Hack gestartet. Sie befinden sich auf offenem Gelände. Seien Sie vorsichtig. Und mit Bastion ist man halt einfach ein mobiles Einsatzkommando. So, ist irgendwas, wo ich nicht sehe? Immer wieder total toll zu sehen, wie die Stadt hier, die man ja eigentlich schon so lange kennt aus Overwatch, hier etwas anders aussieht. Und da sieht man halt, Bastion macht es möglich, die Gegner sehr schnell zu dezimieren. Und jetzt zum nächsten Hack. Ulti habe ich auch ready, aber in dem Fall mache ich jetzt einfach hier mal normal weiter.
So. Und dieses MG oder diese Minigun auf Füßen ist schon einfach wahnsinnig. So, der hat hier ordentlich Probleme schon mit uns. Zack, weg ist er. Und wir sehen oben 80%. Gleich geht's weiter zum Kart. So, weg ist er, der Eradicator. So, alle erstmal wegmachen. Und jetzt schauen wir mal, wie lange das jetzt hier dauert. Ich würde gerne da hoch. Sie dürfen es gleich mit Slicer zu tun bekommen. Halten Sie sich, weil das ist eine sehr schöne Position hier oben. Ihr seht, da geht einiges ab. Ich bringe die Fracht online. Es braucht noch einen kleinen Moment, bis die Fracht bereit ist. Fracht dauert halt leider immer sehr lange. Ich finde die Sounds einfach auch so herrlich. So, leider Reload. Und da mache ich den weg. Hier auch wieder drauf. Volle Lotte, was so geht. Das ist halt einfach schon Wahnsinn, was so ein Bastion machen kann an Damage. So, nochmal schnell hier die letzten paar Punkte repariert. Da, die Bastion-Einheit auch weg. Alle erstmal weggebombt. Nachladen muss man natürlich auch. Und ihr seht hier, ich habe hier die Aufmerksamkeit des Gegners sicher. Hier ist die Ulti von Orisa. Aber alles halb so wild. Noch eine Minute, dann geht's auch weiter. Dann reicht's auch hier mal mit dem Rumsitzen. So, Bastion.
Dich mache ich aber mal sofort weg. Und der auch. Natürlich, die Slicer wollen auch weggemacht werden, auch wenn sie hier eher so das Beiwerk praktisch sind. So. Endlich kann die Fracht eskortiert werden, deswegen gehe ich mich natürlich hier drauf. Und ihr seht, überall Silber. Elite-Gegner getötet, sogar Bester, aber das ist halt Bestien, ist natürlich einfach eine absolute Waffe. So, schneller Reload. Lass dir mal hier mein Kart in Ruhe, bitte. Und ihr seht, die sind schon hier in der Tat recht nervig. Macht hier auch unser Team sehr gut, wird auch immer geschwächt hier. Da hören wir schon wieder ein Bestien. Da ist er auch schon. Ah, Reload! Weg mit dir! Und ihr seht, ich gehe gar nicht erst in meine Ulti, weil ich bekomme hier die Ziele so perfekt. Da werden die Ulti einfach verschwendet. So. Die nächsten Gegner alle hier am Kommen. So muss das. So, ich bleibe hier natürlich stoisch auf meinem Gefährt sitzen. Jetzt rappelt es hier im Karton und jetzt ist es natürlich hier durch. Jetzt von hinten natürlich der auch noch. Jetzt ist so der Punkt, wo ich auch nicht mehr weiter weiß, wie war es denn zuletzt. Weil da, so weit war ich ja noch gar nicht. Muss ich aufpassen. Da hinten ist nämlich auch noch was hinter uns. Und ihr seht, die Ulti ist zwar schön und gut, aber hier ist der Bastion in seiner Geschützform einfach so viel stärker. Und da war es auch schon, da haben wir es geschafft. Und jetzt ist es natürlich wirklich ideal, weil jetzt haben wir hier das Ganze geschafft und auch die Lootbox. Aber da sieht man mal, wie das letztes Mal, wie knapp das war. Kurz bevor wir eigentlich da eigentlich schon durch waren.
fleißiges Kerlchen hier. Elite-Gegner getötet, da war ich auch ordentlich fleißig, du. Und in dem Fall Match verlassen. Ja, hätte ich hier auch noch gegeben. Wir sehen, überall Silber oder Gold natürlich beim Damage. Klar, da muss man sich best schon auch hier nicht geschlagen werden. Jetzt würde ich sagen, wir machen noch die Lootbox zusammen auch auf. Weil wenn wir sie schon haben, dann gucken wir sie uns auch an. Ja, da ist nicht viel Brauchbares dabei. Ein Skin. Aber ansonsten semi-optimal. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal wieder. Euer Alcaramba.